Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Podcast-Special. Es geht jetzt um die Nippon Connection, das Filmfest, das demnächst startet. Und ich habe zu Gast den Florian Hör, der ist der Leiter des Filmprogramms der Nippon Connection. Hallo Florian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. So, fangen wir gleich mal mit dem Wichtigsten an. Was ist die Nippon Connection überhaupt? Nippon Connection ist ein Festival, das auf japanisches Kino spezialisiert ist. Und es ist tatsächlich das weltweit größte japanische Filmfestival. Also es gibt so ein bisschen den weit verbreiteten Irrglauben, dass es das größte japanische Filmfestival außerhalb Japans ist. Tatsächlich gibt es aber in Japan auch kein, ich sag mal, rein japanisches Filmfestival, das so viele japanische Filme zeigt. Also es gibt welche, die sind größer als wir, aber die zeigen internationale Filme, aber eben nicht so viele japanische Filme. Und wir zeigen nämlich jedes Jahr rund 100 Filme, also Kurz- und Langfilme. Das heißt, um nochmal ganz kurz anzuhaken, die Nippon Connection ist eigentlich für japanische Filmmacher mittlerweile sehr wichtig, oder? Auf jeden Fall. Also es gibt viele japanische Filmschaffende, die uns kennen und die sich tatsächlich auch explizit bei uns bewerben, ihren Film. Also die wirklich ihre Filme bei uns einreichen und die auch sehr hoffen, dass ihre Filme mal bei uns gespielt werden. Also das Festival hat durchaus auch einen guten Ruf in Japan. Wir sind gut. Nicht schlecht. Das diesjährige Festival findet übrigens startet am 28. Mai und geht bis zum 2. Juni. Was habt ihr denn so dieses Jahr im Angebot? Also ich hatte ja schon gesagt, dass wir 100 Filme zeigen. Und es ist so, dass wir jedes Jahr einen bestimmten Themenschwerpunkt haben. Also dass wir uns überlegen, welches Thema ist zum Beispiel jetzt im japanischen Kino gerade sehr präsent oder welches Thema ist besonders interessant, dass man da mal genauer drauf schaut. Und dieses Jahr heißt unser Thema Crossing Borders. Und da geht es grob gesagt so ein bisschen um Internationalität im japanischen Kino. Also es geht zum Beispiel um internationale Koproduktionen, aber auch zum Beispiel Filme von ausländischen Regisseuren, die in Japan gedreht wurden oder umgekehrt, also japanische Regisseure, die im Ausland drehen und aber auch einfach um Filme, die Internationalität als Thema haben. Und das haben ja bestimmt einige mitbekommen, die sich für Filme interessieren. Also der Film war jetzt vor einigen Monaten im Kino, Perfect Days von Wim Wenders, also ein deutscher Regisseur, der aber einen Film in Japan gedreht hat mit einem japanischen Cast. Und was bei dem Film ganz interessant ist, ist, dass obwohl er eben von einem deutschen Regisseur ist, dass der japanische Oscar-Beitrag war. Also der war dann quasi als bester fremdsprachiger Film nominiert, aber für Japan. Hat natürlich durchaus für ein bisschen Furore gesorgt, weil sich einige dann gefragt haben, ja, warum ist das denn jetzt ein Film von einem deutschen Regisseur, der dort nominiert wurde? Machen wir selbst denn keine guten Filme? Aber das kann durchaus natürlich auch so ein bisschen was mit Marketing zu tun haben. Und Wim Wenders ist halt auch einfach ein sehr, sehr bekannter Regisseur international. Und ja, der Film ist auch sehr prominent besetzt mit Koji Yakusho, also einer der berühmtesten japanischen Schauspieler überhaupt, der in diesem Film einen Toilettenputzer spielt. Also klingt erstmal ein bisschen schräg, aber das ist wirklich ein ganz schöner, zurückhaltender Film. Stimmt, Perfect Days behandelt doch auch die Toilette in Tokio, oder irre ich mich da gerade? Genau, das ist dieses Projekt, also es hat auch eine eigene Website, habe ich mittlerweile gesehen. Ja, dieses tolle Projekt, worüber haben wir auch schon mal drüber berichtet. Ziemlich interessant übrigens. Ja, da haben ganz angesehen, also größtenteils japanische Architekten haben so, ich sag mal, Design-Toiletten in Tokio entworfen. Und es gibt dann sogar so eine Karte mit einem vorgeschlagenen Rundgang, sodass man dann eine Toilette nach der anderen aufsuchen kann. Kann man erstaunlicherweise übrigens wirklich empfehlen, das heißt The Toilet Project. Ja. Also ohne Witz, was man aus Toiletten machen kann, das ist wirklich eine reife Leistung. Ja, ist schon erstaunlich. Und die haben den Film auch so ein bisschen mitfinanziert. Also man muss natürlich immer so ein bisschen schauen, wenn man Filme macht, wo man sein Geld herbekommt. Und dementsprechend prominent sind diese Toiletten dann auch in dem Film zu sehen. Also ich hatte erst den Film gesehen und dann habe ich mir danach die Website
angeschaut und da habe ich ja sehr viele Spielorte des Films dann auch wiedererkannt. Aber ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also das wäre eben so ein, ich sag mal, Paradebeispiel für dieses Thema Crossing Borders. Aber ja, wir zeigen noch ganz viele andere Filme zu dem Thema. Das zieht sich so durch unsere ganzen Sektionen. Und es gibt natürlich auch ein Nebenprogramm. Also sprich, es sind ja nicht nur Filme, sondern ihr habt ja auch für die Leute, die jetzt ja keine Filme gucken möchten oder gerade mal genug haben vom Film, habt ihr ja auch noch einiges im Angebot, oder? Das stimmt. Also ich sage immer gerne, selbst wenn man sich überhaupt nicht für Filme interessiert, kann man bei uns trotzdem einen ganzen Tag verbringen, ohne dass man sich langweilt. Also hast du ja schon gesagt, wir haben ein ganz umfangreiches Rahmenprogramm. Also es fängt erstmal damit an, dass es bei uns ganz viele Stände gibt. Also wir haben so um die 40 Stände bei dem Festival mit zum Beispiel japanischem Essen, aber auch zum Beispiel Merchandise, Kunsthandwerk. Dann gibt es zum Beispiel auch einen Stand von Nintendo, an dem man spielen kann. Man kann selbst, also sich selbst als Manga-Porträt zeichnen lassen. Also allein damit kann man sich schon gut beschäftigen. Also es gibt übrigens freien Eintritt bei uns auf dem Festival. Und also nicht zu den Kinovorstellungen, muss ich dazu sagen. Also da muss man schon bezahlen, aber das Festivalgelände selbst, also die ganzen Stände, die kann man auch zu freiem Eintritt besuchen. Aber es gibt zum Beispiel auch Konzerte bei uns. Also ein Highlight wird bestimmt das Konzert von Aihiguchi sein. Ich bin ja für das Filmprogramm verantwortlich und bin mit der Organisation des Rahmenprogramms jetzt nicht so eingespannt. Aber Aihiguchi, habe ich mir sagen lassen, ist auch in Japan ziemlich bekannt. Also sie hat auch den Abspannsong für Attack on Titan gesungen. Ja. Genau, und sie wird bei uns auf dem Festival auftreten. Und aber zum Beispiel, also das ist jetzt ja ein bisschen moderner. Es gibt auch ein Taiko-Konzert. Also wir haben auch immer traditionelle japanische Musik bei uns auf dem Festival. Ganz kurz eben noch zu Aihiguchi. Da möchte ich mal eben ganz kurz erwähnen, die ist übrigens demnächst auch auf dem Japan-Tag. Also sprich, falls ihr sie bei der Nippo Connection verpasst, könnt ihr sie auf dem Japan-Tag auf jeden Fall auch nochmal hören. Ist sehr zu empfehlen tatsächlich. Die macht sehr gute Musik. Ja, also ich habe mittlerweile einiges von ihr gehört und es ist tatsächlich bei uns so, auf dem Festival, da gibt es einfach so viel zu sehen und zu besuchen. Man kann natürlich unmöglich alles gleichzeitig erleben und ich selbst bin natürlich auch einfach ja, mit der Organisation des Festivals total eingespannt und kann mir deswegen das tolle Rahmenprogramm leider nicht anschauen. Und da bin ich schon manchmal ein bisschen enttäuscht über das, was ich dann alles verpasse. Das ist halt leider, leider das Leid von Organisatoren, nicht? Genau. Man ist zwar voll dabei und mittendrin, aber kriegt immer nur die Hälfte mit. ganz kurz aus dem Rahmenprogramm. Ihr habt auch wieder bestimmtes Programm für junge Menschen, die sich halt, ja, ich sag mal, von den Eltern mitgeschleift werden, in Anführungsstrichen. Genau, also um einem Gerücht entgegenzuwirken, also eine Kinderbetreuung gibt es leider bei uns nicht, aber es gibt zumindest ein Kinderprogramm. Also wir haben eine eigene Sektion für Kinder, nämlich Nippon Kids. Und in der gibt es so verschiedene Workshops für Kinder. Wir haben zum Beispiel einen Aikido-Workshop oder auch einen Manga-Workshop für Kinder, einen Origami-Workshop. Und es gibt aber auch zwei Kinderfilme. Und ja, der eine, den ist jetzt ein bisschen müßig, den zu erwähnen, weil der schon ausverkauft ist leider. Das ist tatsächlich so, also der Vorverkauf läuft jetzt schon seit einigen Wochen und der läuft auch sehr gut, weshalb einige Vorstellungen jetzt auch schon ausverkauft sind. Aber wofür es noch Karten gibt, ist ein Film namens Little Nemo, Abenteuer im Schlummerland. Und das ist eine japanisch-amerikanische Koproduktion. Also Little Nemo, das sind so ganz einflussreiche Comics, also schon 100 Jahre alt, so aus der ganz, ganz frühen Zeit der Comics. Und davon ist eine ja, Verfilmung, eine Anime-Verfilmung als japanisch-amerikanische Koproduktion entstanden. An der waren auch mal einige Mitarbeiter von Studio Ghibli beteiligt, also Hayao Miyazaki. Und aber
Also der Film, der war wirklich so lange in der Mache, dass ich sag mal, dass der Produktionsstab ständig gewechselt hat. Und also am Endergebnis, ich glaube, Miyazaki war dann nur noch an einigen Ideen beteiligt, aber also man sieht jetzt seinen Einfluss nicht unbedingt im Film. Aber der lohnt sich auf jeden Fall. Und also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Aber das ist eben jetzt einer der wenigen Filme, also genauer gesagt einer von zweien, die quasi auf Deutsch laufen und alle anderen Filme laufen nämlich bei uns in der japanischen Originalfassung. Und weil wir jetzt gerade bei dem Film sind, was ist denn dein Highlight eigentlich dieses Jahr? Das ist immer gar nicht so einfach zu sagen. Also Oder tatsächlich so eine, Highlights? ja, das ist eine der meistgestellten Fragen. Man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sag mal, meinen Empfehlungen an das Publikum und meinen persönlichen Dann Highlights. fangen wir mal mit deinen persönlichen Highlights an. Ja, genau. Also mein persönliches Highlight, also ich sag mal, worauf ich mich persönlich am meisten freue, ist, das sind die vielen Begegnungen auf dem Festival. Also einfach, wir haben so viele Stammbesucher, die jedes Jahr kommen, also wirklich auch internationale Gäste, also aus ganz vielen verschiedenen europäischen Ländern zum Beispiel, die wirklich dann jedes Jahr extra zum Festival anreisen und natürlich auch die Filmemacher aus Japan. Und das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung, sich mit denen über die Filme auszutauschen. Und also das ist auch einfach sehr offen. Und selbst wenn man niemanden kennt, kann man einfach hingehen und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man dann auch neue Bekanntschaften schließt. Also das ist so das, worauf ich mich persönlich am meisten freue. Aber wenn es jetzt tatsächlich um Empfehlungen geht, um Filme, da gibt es einige, die ich empfehlen kann. Und was ich zum Beispiel sehr gut fand, ist Blue Giant. Kennt man ja vielleicht auch durch den Manga, der ja auch in Deutschland ziemlich erfolgreich ist. Und der ist jetzt vor kurzem als Film umgesetzt worden, also als Anime-Verfilmung. Und den wollten wir eigentlich letztes Jahr schon zeigen bei Nippon Connection, aber es ist so, wenn wir Filme für das Festival aussuchen, dann ist es nicht so, dass wir eine lange Liste an Filmen haben und dann einfach sagen können, wir würden jetzt diesen und diesen Film gerne zeigen, sondern man ist da auch immer so ein bisschen im Wettbewerb mit anderen Festivals, die die Filme natürlich auch gerne für sich hätten und die dann darauf bestehen, dass sie die zum Beispiel die internationale Premiere von dem Film haben. Und den hat uns dann leider das Filmfestival in Annecy weggeschnappt. Das ist so eines der wichtigsten Animationsfilmfestivals. Aber dieses Jahr hat das geklappt. Und ja, also wer den Manga kennt, weiß ja schon, worum es geht. Es geht um einen jungen Jazz-Saxophonisten, der ein Trio gründet und ja, dann versucht durchzustarten. Und ja, der Film ist schon, ich sag mal, so in den Bühnenauftritten der drei Jungs, die das Trio bilden, ziemlich spektakulär umgesetzt und Definitiv. hat auch einen ganz tollen Soundtrack von Hiromi, also die bekannte Jazzpianistin, die auch außerhalb von Japan ziemlich renommiert ist. Und als ich höre raus, du hast den Film auch schon gesehen? Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Ich liebe solche Art von Film. Und vielleicht, also falls jemand der Name nicht sagt, es gibt einen, der nennt sich Beck, genau. Der ist damit ungefähr gleichzusetzen. Das ist absolut genial. Und Beck sollte eigentlich, ich tippe mal drauf, sehr viele Anime-Fans kennen. Ja, kenne ich auch zum Beispiel. Also woran ich so ein bisschen denken musste, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie bekannt das ist. Das ist eine Serie, Sakamichi no Apollon heißt die. Die war so Ja, vor auch. 10 Jahren, Kids on the Slope heißt die auf Englisch. Und was ganz interessant ist, also ich sage jetzt so, das ist so spektakulär animiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, den fertigen Film habe ich selbst noch gar nicht gesehen, weil es ist so, dass wir, wenn wir die Filme aussuchen, auch verschiedene Filmfestivals besuchen, also allen voran das Tokyo International Film Festival. Und wir gehen auch jedes Jahr auf die Berlinale und dort gibt es den sogenannten European Film Market. Und das heißt, das ist wie so eine Art Parallelveranstaltung zur Berlinale, die man auch dann nur mit akkreditierten Ausweis reinkommt. Und da werden dann quasi so unter Ausschluss der Öffentlichkeit
viele neue Filme gezeigt für Filmeinkäufer zum Beispiel. Also das heißt, so Leute, die jetzt hier in Deutschland auch einen Anime-Verleih haben, die können da hingehen und sich die Filme anschauen und dann quasi bei dem Rechteinhaber ein Angebot abgeben, wie viel sie bereit sind, für diesen Film zu zahlen. Jedenfalls, da habe ich Blue Giant gesehen und als ich reingegangen bin ins Kino, hat mir dann von Toho, das große japanische Filmstudio, da hat mir dann einer gesagt, ja übrigens, da wird eine Vorabfassung laufen, weil dieser European Film Market, der hat eine ziemlich strenge Frist, was die Abgabe der Filme betrifft. Also da muss man irgendwie Wochen, bevor das Ganze stattfindet, muss man den Film schon abgegeben haben. Und aber man kennt es ja so von japanischer Arbeitskultur, dass da, also ich sag mal, je näher die Deadline rückt, desto intensiver wird daran gearbeitet und massig Überstunden geschoben. Und anscheinend hat da die ganz intensive Phase noch nicht begonnen zu dem Zeitpunkt. Und es gab dann wirklich einige Szenen, die noch nicht richtig fertiggestellt waren. Also da hat man dann den Ton gehört. Man hat so Storyboard-Ausschnitte gesehen, wo dann quasi angedeutet war, wie das dann später mal im Film ausschauen soll. Oder so teilweise diese Bühnenauftritte, die sind auch computeranimiert. Und das waren dann so ganz simple Computeranimationen, noch so Platzhalter, die sahen dann aus wie aus einem, keine Ahnung, 25 Jahre alten Videospiel. Aber man konnte es sich halt vorstellen, wie es später mal aussehen soll. Und also selbst da hat der Film mich schon überzeugt. Und auf jeden Fall möchte ich mir dann auch nochmal den ganz fertigen Film anschauen. Aber war auch mal ein interessanter Einblick, einfach zu sehen, dass quasi dann so bestimmte Stellen, die waren komplett fertig. Und bei anderen, da hat eben noch die Hälfte gefehlt. Da war der Ton schon da und vielleicht so der Hintergrund war schon fertig, aber so die Animationen der Charaktere waren noch nicht eingebaut. Das war schon Gab's da wenigstens so ein Banner drunter, Work in Progress oder irgendwie so? Ich glaube, ja. Und teilweise waren dann auch so Timecodes eingeblendet. Ja. Also man hat schon gemerkt, dass es jetzt nicht so zum fertigen Film gehört, sondern dass da noch was kommen wird. Also auf jeden Fall, die Empfehlung kann ich tatsächlich nur bestätigen. Der Film ist absolut großartig, lohnt sich wirklich anzuschauen. Für Anime-Fans definitiv ein Muss. Und wer Musik mag, der sollte sich ihn auf jeden Fall auch anschauen. Ja, das freut mich sehr zu hören. Dann noch ein anderer Film, den ich gerne empfehlen würde. Und also das ist ein Film, der mich sehr positiv überrascht hat. Den habe ich in Tokio beim Filmfestival gesehen. Der Film heißt Ichiko und der geht so ein bisschen in die Richtung Thriller, Mystery. Es geht um ein junges Paar und er macht ihr einen Heiratsantrag, also die Protagonistin Ichiko. Und einen Tag, also sie freut sich, nimmt den Heiratsantrag an. Und einen Tag später, nach diesem angenommenen Antrag, ist sie einfach spurlos verschwunden. Und Ichikos Freund versucht dann natürlich herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und stellt dann heraus, also diese Ichiko scheint es gar nicht zu geben. Also sie ist gar nicht registriert bei den Behörden. Und das, also so nach und nach im Laufe des Films wird dann Ichikos Geheimnis offenbart, was auch mit einer, ich sag mal, sehr tragischen Familiengeschichte zu tun hat. Und der Film ist nicht chronologisch erzählt, sondern springt immer wieder vor und zurück in der Zeit. Und also ich hatte, als ich den gesehen hatte, einen furchtbaren Jetlag und also dementsprechend Konzentrationsschwierigkeiten. Und generell ist es nicht so ganz meine Art von Film, wenn das ständig in der Geschichte hin und her springt. Aber so allen Zweifeln zum Trotz war das ein Film, dem ich super gut folgen konnte, was halt sehr für das Drehbuch spricht, dass es sehr gut geschrieben ist. Und ja, der wirklich über seine, also er geht über 2 Stunden und die ganze Zeit spannend bleibt und einen immer wieder überraschen kann. Aber ich sag mal, ist auch ein Film, der schon ziemlich fies ist. Also jetzt nicht unbedingt was für Leute, die einen Wohlfühlfilm sehen wollen. Für die habe ich vielleicht noch eine andere Empfehlung. Das ist tatsächlich eine Manga-Verfilmung, der heißt Let's Go Karaoke. Und da geht es um einen jungen Chorsänger, der einem Yakuza begegnet. Und dieser Yakuza
will ihn aber nicht irgendwie um Geld erpressen oder so, sondern der möchte, dass der junge Schüler mit ihm in, dass er mit ihm zum Karaoke singen geht. Und dort fordert er dann Gesangsunterricht ein. Es stellt sich dann heraus, dass der Yakuza-Clan einen Gesangswettbewerb ausruft und der Verlierer des Gesangswettbewerbs bekommt ein ganz peinliches Tattoo. Und das will er natürlich um jeden Preis vermeiden. Und ja, dann entspinnt sich so eine ganz, ich sag mal, ungewöhnliche Freundschaft zwischen diesen beiden sehr doch unterschiedlichen Charakteren. Und ja, ein sehr humorvoller Film, der auch so die typischen Yakuza-Klischees ganz wunderbar auf die Schippe nimmt. Also das ist ein sehr schöner Unterhaltungsfilm auf jeden Fall. So, wäre übrigens ein, naja, ich sag mal, einigermaßen Wohlfühlfilm, obwohl er eigentlich doch tatsächlich sehr kritisch ist. Für den habe ich dann jetzt auch mal tatsächlich einen Tipp, denn jetzt zeigt nämlich The Concierge auf als Deutschlandpremiere. Mhm. Und das ist ein Anime, da muss ich ganz ehrlich sagen, den sollte man sich definitiv anschauen. Und zwar handelt es sich dabei um ein besonderes Kaufhaus. Dort werden Tiere oder sind Tiere die Kundschaft, die halt bereits ausgestorben sind, beziehungsweise einige bereits ausgestorben. Und es geht ja darum, dass denen ihre Wünsche erfüllt wird, werden. Und naja, das läuft halt mehr oder weniger, sagen wir mal, kompliziert oder chaotisch ab. Ist ein sehr, sehr schöner Film von Yoshimi Itazu, wenn ich mich gerade nicht irre. Genau, ja. Und das ist halt auch so ein bisschen Kritik an der Konsumgesellschaft und der Umweltzerstörung. Der Film ist ab 6 Jahren und ist wirklich sehr zu empfehlen. Dem kann ich mich anschließen. Also generell bin ich dieses Jahr sehr zufrieden mit dem Anime-Programm, das wir zusammengestellt haben. Definitiv eine tolle Auswahl. Ich habe gerade reingeschaut, das sind sehr viele sehr schöne Filme. Ja, das ist nicht immer ganz einfach, die Anime-Auswahl zusammenzustellen, weil also einerseits kann es sein, dass sowas passiert wie gerade bei Blue Giant, dass dann ein anderes großes Festival die Premiere für sich beansprucht. Oder es ist eben auch so, dass viele Animes dann einfach schon per Stream veröffentlicht werden. Mhm. Und dann ist es für uns natürlich nicht mehr so ganz sinnvoll, die dann noch auf dem Festival zu zeigen. So, fernab übrigens von den Animes hätte ich ebenfalls noch einen Tipp, weil im Film, also ich kenne den ersten Teil, den zweiten muss ich mir unbedingt ansehen, ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten gibt. Und zwar, wer es ein bisschen lustiger mag, für den ist Fly Me to the Saitama vom Beaver Lake with Love definitiv eine Empfehlung. Also der erste Teil war schon absolut genial. Und hier spielt Gak mit, der spielt einen Rebellenführer und das ist so chaotisch, denn er möchte seine Heimatpräfektur Saitama ein bisschen fördern und im zweiten Teil plant er, Saitama ein Facelifting zu verpassen. Und wenn das so wird wie der erste Teil, dann ja, viel Spaß, das Ferchfell wandert aus. Ja, also wer den ersten Teil gesehen hat und den kann ich auf jeden Fall versprechen, der Film ist nicht schlechter. Also der ist genauso durchgedreht und originell wie der erste Teil. Tatsächlich, also wenn man den Film sehen möchte, dann muss man sich auch ein bisschen beeilen, weil da läuft der Vorverkauf sehr gut. Oh. Also das war damals schon, als wir den ersten Teil 2019 gezeigt haben, war das schon so, dass der, ich glaube, vor dem Festival schon komplett ausverkauft war. Also beide Vorstellungen sogar. Okay. Und das hat mich damals so ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, dass, also vielleicht liegt das wirklich an Gackt einfach, der doch hier auch eine große Fangemeinde hat. Oder einfach, weil man ja vielleicht auch schon so ein bisschen am Trailer merkt, dass das was sehr Ausgeflipptes ist, was man eben so in Hollywood-Filmen vielleicht gar nicht so oft sieht. Und der Film hat dann bei uns damals auch den Publikumspreis gewonnen. Also wir vergeben auch verschiedene Preise auf dem Festival, unter anderem also in verschiedenen Sektionen einen Publikumspreis. Und das war damals so bei Fly Me to the Saitama. Und ich glaube, sogar mit großem Abstand hat er den Publikumspreis gewonnen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der jetzt dieses Jahr abschneiden wird. Aber sag mal, der erste Teil ist in Deutschland nicht lizenziert, oder irre ich mich da? Der ist nicht lizenziert, aber also es ist ja so bei uns auf dem Festival, dass die meisten Filme, die wir zeigen, gar keinen deutschen Verleih haben. Nee, das meine ich gar nicht. Mich wundert, dass er dann halt so einen Anklang findet, weil Andi ist dann ja komplett unbekannt. Ja, also wundert mich jetzt, wo du es sagst, auch ein bisschen, aber also viele deutsche Verleiher, ich glaube, den, also
vielleicht fehlt ihnen einfach so ein bisschen der Mut, mal solche doch unkonventionellen japanischen Filme in ihr Programm aufzunehmen. Es sei denn, es ist halt so ein Film wie Drive My Car, der schon ganz viele Preise gewonnen hat. Aber ja, vielleicht hatte man in Fly Me to the Saitama einfach nicht genug Vertrauen. Oder, was auch sein kann, die japanischen Lizenzinhaber verlangen dann aber auch manchmal einfach horrende Summen. Und Ja also ich gut, habe das das wäre hierbei schon, vorstellbar. ja, ich habe das schon von einigen Verleihern mitbekommen, dass sie Filme einkaufen wollten. Also zum Beispiel ein Film, der hieß Tremble All You Want, das war so eines meiner Highlights der letzten Festivaljahre. Den wollte eigentlich so ein englisches Label kaufen. Ich habe mich schon gefreut, dass ich dann eine Blu-ray mit englischen Untertiteln mir kaufen kann. Und der hat dann aber irgendwann aufgegeben, weil die Verhandlungen ins Nichts geführt haben. Und ja, das ist ja schade. Und das kann halt sein, dass das bei Fly Me to the Saitama auch so war. Oder ja. Also es ist vorstellbar anhand dessen, wer damit spielt. Es ist halt sehr schade, weil, jetzt mal ganz blöd gesagt, wer noch so wie meine Generation Bud Spencer-Filme zum Beispiel kennt, der ist da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ja, und es ist einfach ein wahnsinnig fantasievoller Film. Definitiv. Und ich freue mich auch sehr, dass der Regisseur des Films dieses Jahr auch kommen wird. Also der hat es bisher noch nicht zum Festival geschafft, obwohl wir schon einige Filme gezeigt haben. Also Hideki Takeuchi heißt der. Und also beinahe hätte er es auch nicht geschafft, weil er schon wieder an seinem nächsten Film arbeitet. Also gerade sogar an der Postproduktion von seinem nächsten Film. Also der steht schon in den Startlöchern. Ich weiß aber nicht, ob es Fly Me to the Saitama 3 ist. Muss ich ihn mal ausquetschen, wenn er da ist. Ja, mach das mal bitte und sag mir dann Bescheid. Ja, Weil hier, riesiger Fan, hallo, ja. tolle Arbeit. Und er hat dann mehrmals seinen Terminplan hin und her geschoben, bis er es sich dann doch einrichten konnte. Und er kommt, also der Film läuft am Samstag, den 1.6. und Takeuchi kommt dann irgendwie morgens um 6, kommt er am Flughafen an. Dann kann er sich noch kurz hinlegen und kommt dann sofort zum Filmgespräch. Also er ist da wirklich nur 2 volle Tage bei uns auf dem Festival. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nachfühlen. Ich schreibe und spreche so viel über den Nippon Connection. Ich habe es noch kein einziges Mal geschafft, hinzufahren. Das ist eine Sache, die mich langsam wirklich richtig ärgert. Aber naja, jedes Jahr das Neue, aufs Neue. Verdammt, ich habe keine Zeit. Ich habe da so eine komische Japan-Webseite, die will immer Aufmerksamkeit. Die verstehe ich auch nicht irgendwie. Ich muss aber sagen, also mir ist das Festival auch schon lange, bevor ich das erste Mal dort war, bekannt gewesen. Und ich wollte auch immer unbedingt hin. Und aber mir kam auch immer irgendwas dazwischen. Es ist jedes Jahr auch so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich vielleicht mal als Helfer melde, aber ja, gut. Da bin ich zwar da, aber kann mir trotzdem nichts angucken. Das bringt mir auch nicht sehr viel. Und dann aber, nachdem ich das erste Mal da war, habe ich dann kein weiteres Festival mehr verpasst. Was aber auch daran liegt, dass ich dann relativ schnell als Mitarbeiter angefangen habe. Kommen wir doch mal zu den Gästen allgemein. Ihr habt ja sehr, sehr viele Gäste da, sehe ich gerade. Also die Liste ist ja wahnsinnig lang. Auch da würde ich mal gerne wissen, auf wen freust du dich denn eigentlich am meisten? Also ich gehe jetzt nicht von aus, dass du mit jedem Gast sprechen kannst, wahrscheinlich, aber es werden wahrscheinlich auch Leute da sein, wo du sagst, wow. Also, auch da muss ich wieder unterscheiden. Also, ich sag mal, über welchen Gast ich mich am meisten freue, dass er überhaupt kommt und auf wen ich am meisten gespannt bin. Also ich kann erstmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass es geklappt hat, dass Kotone Furukawa zum Festival kommt. Und die bekommt nämlich den Nippon Rising Star Award. Also wir. Darauf gehen wir gleich noch ein. Okay. Das verdient definitiv ein bisschen mehr Okay. Aufmerksamkeit. Dann würde ich gerne zumindest. Ein Filmemacher, auf den ich mich ganz besonders freue, ist Ren Tsudo. Das ist ein relativ junger Filmemacher, der eigentlich als Schauspieler angefangen hat. Und wir haben schon seinen ersten Film als Regisseur gezeigt, vor, ich glaube, 2 Jahren. Der hieß Backlight. Und jetzt zeigen wir seinen zweiten Film, Abyss. Und also, obwohl er noch so jung ist, wirken seine Filme so, als ob er seit vielen, vielen Jahren nichts anderes macht als Filme machen. Also er hat so eine ganz tolle visuelle Handschrift und also man hat wirklich das Gefühl, dass er eben genau weiß, was er tut. Und die Filme, die sind schon immer sehr ernst und nachdenklich. Und ich habe aber schon gehört von Leuten, die ihn getroffen haben, dass er als Person
komplett anders ist und ziemlich ausgeflippt ist. Und also auf den letzten Fotos, die ich von ihm gesehen habe, hatte er so knallrot gefärbte Haare. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie er sein wird, wenn er auf dem Festival dann auftritt. Und ja, ich bin auch einfach, weil ich die Filme so gut fand, bin ich sehr gespannt, dann ihn persönlich auch kennenzulernen. Ja, ansonsten freue ich mich auch auf Akihiro Toda. Das ist der Regisseur von Ichiko, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Einfach weil das ein Regisseur ist. Das ist auch etwas sehr Schönes bei uns beim Festival, dass man das so ein bisschen beobachten kann, wie Filmemacher sich weiterentwickeln. Und er war schon mal vor einigen Jahren bei uns zu Gast, damals noch so als kleiner Independent-Regisseur. Und jetzt hat er eben einen deutlich, ich sag mal, teureren Film gemacht mit Ichiko und ist jetzt auch deutlich bekannter als Filmemacher in Japan. Und ja, ich habe diesen Film ja schon als Empfehlung jetzt erwähnt. Und das ist einfach ein Film, über den man sehr viel auch diskutieren kann, glaube ich. Und deswegen, ja, bin ich auch sehr froh, dass es geklappt hat, dass er zum Festival kommen wird. Also das ist auf jeden Fall mein Highlight, dass bei ganz vielen Filmen die Regisseure dann eben zu einem Publikumsgespräch kommen und dass man dann den Regisseuren auch seine Fragen stellen kann. Das ist natürlich nicht schlecht. So, und jetzt das Wichtigste, der ja, eure Awards eigentlich, weil ihr habt ja mehrere, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da sticht ja vor allen Dingen der Rising Star Award hervor. Kannst du mal ganz kurz bitte erläutern, was das eigentlich für ein Award ist? Ja, also der Nippon Rising Star Award, der soll, ich sag mal, Nachwuchstalente des japanischen Kinos würdigen. Also wir hatten schon vor dem Rising Star Award einen Ehrenpreis beim Festival, der hieß Nippon Honor Award. Und der war eher so eine Art Preis für das Lebenswerk. Aber da wir vor allem ein Festival für das junge japanische Kino sind, haben wir uns überlegt, dass es doch schöner wäre, wenn man tatsächlich auch jetzt eher junge Filmschaffende würdigt. Und damit wollen wir also entweder Regisseure oder Schauspieler auszeichnen. Jetzt ist es zum zweiten Mal in Folge eine Schauspielerin geworden, nämlich Kotone Furukawa. Also letztes Jahr ging das war der erste Rising Star Award, der ging an Toku Miura. Die kennt man zum Beispiel durch den Film Drive My Car oder auch Weathering With You von Makoto Shinkai. Da hat sie zwei Songs gesungen. Also sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Und ja, dieses Jahr ist es Kotone Furukawa. Und wir überlegen uns natürlich, wenn wir den Preisträger aussuchen, das sollte schon jemand sein, den man auch in Deutschland schon mal in einem Film gesehen hat, damit man einfach ja, mit dem Namen auch etwas anfangen oder zumindest mit dem Gesicht etwas anfangen kann. Und sie war in einem Film auch zu sehen, den man hier im Deutschlandkino sehen konnte, nämlich Wheel of Fortune and Fantasy oder auf Deutsch heißt ja das Glücksrad von Ryusuke Hamaguchi, also auch der gleiche Regisseur wie Drive My Car. Der Film sagt mir ausnahmsweise mal nichts. Das ist ein Episodenfilm, also der ist tatsächlich auch so ein bisschen untergegangen. Ich glaube, der ist noch ins Kino gekommen, so ein bisschen im Zuge der Pandemie und hatte auch eher so einen kleinen Kinostart, aber es ist ein sehr schöner, sehr empfehlenswerter Film, also ein Episodenfilm mit drei Episoden und sie spielt in einer der drei Episoden die Hauptrolle. Und ja, auf die Idee, sie auszuzeichnen, sind wir gekommen, weil, also natürlich gucken wir erstmal, was sind so die spannendsten, entweder jungen Regisseure oder Schauspieler, gerade in Japan. Und auf sie sind wir gekommen, weil uns aufgefallen ist, dass sie wirklich enorm wandlungsfähig ist. Und das sieht man sehr schön in den Filmen mit ihr, die dieses Jahr auf dem Festival zu sehen sind. Das sind nämlich zwei komplett gegensätzliche Filme. Und ich würde sagen, also wenn man beide Filme gut findet, dann heißt das, dass man einen sehr breit gefächerten Filmgeschmack hat. Also der eine ist nämlich ein doch ziemlich heftiger Horrorfilm. Best Wishes to All heißt der. Und der andere geht so eher in die Richtung kitschiges, romantisches Drama, aber kitschig in einem positiven Sinne. Und der Film heißt Secret, A Hidden Score. Das ist ein Remake von einem taiwanesischen Film. Jetzt neulich habe ich erfahren, von dem gibt es auch ein koreanisches Remake.
Und jetzt also schon die dritte Version des Films. Und den zeigen wir tatsächlich als Weltpremiere auf dem Festival. Ich sollte das nächste Mal das Interview jemand machen lassen, der auch definitiv zur Nippon Connection geht. Mann, ist das wieder gemein. Sorry, ich höre gerade so viele interessante Filme und denke mir so, aha. Ihr habt aber auch ein Publikumsaward, wenn ich mich gerade nicht irre, und zwar den Nippon Cinema Award, richtig? Genau, also wir haben tatsächlich sogar mehrere Publikumspreise. Also, was wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen hatten, war, dass wir mehrere Sektionen auf dem Festival haben. Ja, Also, stimmt. ich kann nicht mal so ganz schnell durchgehen. Also, es gibt einmal Nippon Cinema, das ist die Sektion mit den eher, ich sag mal, großen Produktionen, die in Japan dann auch wirklich so landesweit im Kino laufen. Da werden jetzt zum Beispiel Filme gespielt, wie die beiden mit Koto no Furukawa. Dann Nippon Animation, das ist ja selbsterklärend, da laufen eben die Animes. Nippon Docs, auch selbsterklärend, da laufen Dokumentarfilme. Nippon Retro, also da, das ist die Retrospektive, da können wir vielleicht später auch nochmal kurz darüber sprechen, da laufen dann alte Filme. Und dann gibt es noch Nippon Visions, das ist, ich sag mal, einerseits so ein bisschen die Nachwuchssektion, wo dann quasi so die etwas jüngeren Filmemacher vertreten sind, aber auch, ich sag mal, Filme, die so ein bisschen unkonventionell sind. Und in den Sektionen Nippon Cinema, Nippon Visions und Nippon Docs gibt es jeweils einen Publikumspreis. Das heißt, bei den Filmen wird dann immer ein Stimmzettel ausgeteilt und man kann dann eine Bewertung abgeben für den Film. Und das, dann wird dann die Durchschnittsnote ausgerechnet und der am besten bewertete Film gewinnt dann eben den Publikumspreis. Und in der Sektion Nippon Visions gibt es noch zusätzlich einen Jurypreis. Also da haben wir jedes Jahr eine dreiköpfige Jury. Und jetzt ganz neu, zum ersten Mal beim Festival, also gefühlt haben wir bei jedem Festival einen neuen Preis. Also der Dokumentarfilmpreis wurde jetzt vor einigen Jahren eingeführt, dann der Rising Star Award. Und jetzt ganz neu beim Festival dabei ist der Nippon Storytelling Award. Und das ist der Preis für das beste Drehbuch in der Sektion Nippon Visions. Und das ist aber kein Publikumspreis, weil das vielleicht ein bisschen schwierig ist, für das Publikum abzustimmen, welcher Film jetzt das beste Drehbuch hat. Also darüber berät dann die Jury. Und da wird dann die Person ausgezeichnet, die das Drehbuch geschrieben hat. Und das finde ich eine tolle Sache, weil also natürlich ist eine gute Geschichte wichtig für einen guten Film. Und manchmal wird vielleicht ein Film ausgezeichnet, weil er eine tolle Geschichte hat, und dann geht aber der Preis an den Regisseur und der Drehbuchautor geht leer aus. Und ja, mit diesem Preis wollen wir jetzt eben auch mal diejenigen würdigen, die vielleicht immer so ein bisschen hinten runterfallen. Dann müsst ihr aber beim nächsten Mal definitiv noch für Special Effects und so weiter was einbauen, damit auch die anderen mal einen Preis bekommen. Ja, oder beste Musik wäre ich doch auch mal dafür. Ja, das wäre auch eine Idee. Aber halt so Maskenbildner, Special Effects und was weiß ich nicht was. Es arbeiten ja unglaublich viele Leute an einem Film und da haben sehr viele echt einen Preis verdient. Ja, nebenbei bemerkt, das fand ich schon, also ich bin jetzt niemand, der großartig die Oscar-Verleihung verfolgt, aber ich fand es schon ziemlich toll, dass das Special Effects-Team von dem neuen Godzilla, also Godzilla Minus One, dass die mit dem Oscar ausgezeichnet wurden und sich durchgesetzt haben gegenüber vielen anderen Filmen, die vielleicht das hundertfache Budget hatten, wo man dann wirklich gesehen hat, ja, also so Herzblut und Kreativität kann eben doch sich manchmal noch durchsetzen. Was man aber auch dem Film definitiv angesehen hat. Absolut, also ich war sehr beeindruckt, als ich diesen Film gesehen habe. Ich meine, ich bin auch ein Freund von den amerikanischen Godzilla-Filmen, aber der hat echt ein bisschen rausgestochen, finde ich. Was heißt, naja, sehr rausgestochen sogar. Ja, dann kommen wir nochmal zu Nippon Retro, weil du sagtest, da werden Klassiker oder beziehungsweise ältere Filme gespielt. Was ist denn da dieses Jahr so dabei? Bei der Nippon Retro ist es so, dass wir entweder eine Retrospektive machen zu einer bestimmten Person. Also letztes Jahr hatten wir Filme von Keisuke Kinoshita gezeigt. Das ist ein in Japan schon sehr bekannter Regisseur, der hier leider immer noch viel zu unbekannt ist. Aber wir hatten zum Beispiel auch mal eine Retrospektive zu Kinuyo Tanaka. Das war eine Schauspielerin und gleichzeitig aber auch Regisseurin. Und es kommt aber auch vor, dass wir eine Retrospektive zu einem bestimmten Thema
machen. Und so ist es dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir unsere Retrospektive Nippon Noir genannt. Und diese Retrospektive ist dem Genre des Film Noir bekannt. Also wem das nicht sagt, Film Noir ist ein Filmgenre, das verbindet man vor allem eigentlich mit amerikanischen Filmen aus den 40er Jahren. Das sind so typische Detektivgeschichten in Schwarz-Weiß gedreht mit so Figuren, die wirklich Ecken und Kanten haben und meistens so Antihelden sind, sind auch oft sehr pessimistische Geschichten. Und warum zeigen wir jetzt diese Retrospektive? Also wir zeigen natürlich keine amerikanischen Filmnoirs, sondern japanische Filmnoirs. Und darauf sind wir gekommen, weil wir ja diesen Themenschwerpunkt Crossing Borders haben. Und also es sind auch japanische Filmnoirs gedreht worden und die sind eben von amerikanischen Filmen beeinflusst. Und da wollen wir also zeigen, wie quasi wirklich das ausländische Kino auch Einfluss auf das japanische Kino genommen hat und dass man also in den Filmen durchaus auch Einflüsse von amerikanischen Gangsterfilmen sieht. Und wir haben zum Beispiel als Teil der Retrospektive auch einen Film von Yasujirō Ozu, der so in der japanischen Filmgeschichte als einer der wichtigsten Regisseure überhaupt gilt. Und normalerweise macht Ozu immer so ganz feinfühlige Familiendramen. Und er hat aber auch einen Film gedreht in den 30er Jahren, einen Stummfilm, der heißt Dragnet Girl. Der geht in eine ganz andere Richtung, also eher in Kriminalfilm, Gangsterfilm. Und das ist ganz erfrischend, also von diesem Regisseur, wo man vielleicht denkt, wenn man einige Filme von ihm gesehen hat, man weiß ganz genau, was für eine Art von Film der macht, dann mal so einen ganz anderen Film zu sehen. Und das Tolle ist auch, dass der Film live am Klavier begleitet wird. Also ich hatte ja schon gesagt, das ist ein Stummfilm. Und bei Stummfilmen ist ja manchmal so, dass man dann einfach so eine Tonspur hat, die abläuft, aber bei uns wird er dann wirklich live begleitet. Und also ich habe sowas schon ein paar Mal erlebt und das ist schon was ganz Besonderes. Definitiv. Ihr habt ja auch für die Leute, die ja zum Beispiel nicht aufs Festival kommen können, so wie ich, ne, bietet ihr ja auch immer mal wieder Kooperation mit Kinos und so weiter im Rhein-Main-Gebiet an, wenn ich mich nicht irre. Habt ihr da dieses Jahr auch wieder was geplant? Ja, also es ist so, dass wir grundsätzlich ganz viele Kinovorstellungen auch außerhalb des Festivals haben. Wenn man bei uns auf die Festival-Website geht, dann kann man auf Nippon Specials schauen, so eine Unterkategorie. Und da werden ganz viele Filmvorführungen angezeigt, die wir so im Laufe des Jahres mit anderen Kinos organisieren. Und es ist auch so, dass wir aus unserem Themenschwerpunkt dann immer so ein paar ausgewählte Filme dann in verschiedenen Kinos im Rhein-Main-Gebiet dann nochmal zeigen. Also auch, ich sag mal, in so eher kleineren Programmkinos. Und da denken wir dann eben an diejenigen, die entweder während des Festivals keine Zeit haben, nach Frankfurt zu kommen oder denen es vielleicht auch einfach zu weit ist, nach Frankfurt zu kommen. Und das werden wir dann relativ bald auch ankündigen, welche Filme das sein werden. Also man kann es schon eingrenzen, es werden eben Filme aus dem Themenschwerpunkt sein und wir sind da gerade noch dabei, die letzten Details zu klären. Aber da hat man auf jeden Fall die Chance, ja, das nochmal nachzuholen. Ich sag mal so, es ist ziemlich wahrscheinlich ein Film dabei, der jetzt schon ausverkauft ist. Insofern kann man sich da dann drauf freuen, dass man nochmal die Gelegenheit hat, einen Film nachzuholen, den man auf dem Festival ganz einfach aus diesem Grund, dass man den aus diesem Grund verpasst hat. Die Ankündigung des Programms oder was so kommt, könnt ihr übrigens natürlich auch wie üblich bei uns nachlesen. Wir werden das garantiert auch veröffentlichen, weil das ist ja schon eigentlich eine schöne Sache. Also um es nochmal zu sagen, die Nippon Connection startet am 28. Mai und geht bis zum 2. Juni. Und ja, es sind halt ein haufenweise Filme. Du sagtest ja schon, der Eintritt aufs Festivalgelände ist frei, also an die Stände und so weiter kann man halt so. Aber für die Veranstaltungen und Filme und Konzerte und so weiter, da muss man natürlich ein Ticket kaufen. Klar, einiges ist schon logischerweise ausgebucht, was jetzt auch nicht wirklich das Wunder ist oder ein Wunder, weil Vorverkauf läuft ja schon länger. Aber mit was muss man denn so rechnen, wenn man sich halt einen Film oder ein Konzert oder so angucken möchte?
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also für die normalen Filmvorführungen kostet ein Ticket 10 Euro bzw. 8 Euro ermäßigt. Gibt auch die Möglichkeit, eine Zehnerkarte zu kaufen. Und da hat man dann quasi 10 Tickets für 90 Euro. Also da ist dann jedes Ticket 1 Euro günstiger bzw. 70 Euro ermäßigt. Und ja, also ich denke mal, so wie sich die Kinopreise inzwischen entwickelt haben, ist das noch einigermaßen moderat. Die Getränke sind bei uns auch nicht so teuer wie in den großen Kinoketten. Also, und das sind Filme, die man so wahrscheinlich nie wieder zu sehen bekommt. Und bei den Kulturveranstaltungen ist das wirklich ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Workshops, bei denen man einfach sehr große Materialkosten hat. Also es gibt zum Beispiel einen Ikebana-Workshop und der ist natürlich mit größeren Materialkosten verbunden als ein Manga-Workshop, wo man nur Stift und Papier braucht. Und bei den Konzerten bewegen sich die Preise so zwischen 8 und 18 Euro. Also Ai Higuchi zum Beispiel, von der ich vorhin schon erzählt hatte, da würde ein Ticket 18 Euro kosten. Und eine ganz kurze generelle Frage, weil klar, für jetzt ist es natürlich zu spät für das aktuelle Festival, aber für nächstes Jahr, man soll, also wann startet in der Regel der Vorverkauf? Also der Vorverkauf ist meistens so 4 Wochen vor dem Festival und das kündigen wir aber auch immer rechtzeitig auf unserer Website an oder auf unseren Social Media Kanälen oder möglicherweise auch bei euch. Ihr berichtet Garantiert. ja auch immer über uns. Und ich muss tatsächlich sagen, also anscheinend wurde unser Vorverkaufsstart dieses Jahr sehr gut kommuniziert oder kam über sehr viele Kanäle gut an, weil, also ich glaube, so gut ist ja noch nie gelaufen wie dieses Jahr am ersten Tag. Also da wurden wirklich wahnsinnig viele Filme, also Filmtickets schon verkauft. Und das stimmt uns natürlich sehr optimistisch, dass also anscheinend wirklich einige schon richtig darauf hingefiebert haben, dass sie sich endlich Tickets sichern konnten. Also da muss man wirklich aufmerksam sein. Und so gerade bei den Workshops im Rahmenprogramm, da muss man ziemlich schnell sein. Also ich kann mich erinnern, da waren am ersten Tag waren einige Workshops schon direkt ausverkauft. Also wir haben auch immer einige Kochkurse beim Festival und gerade die sind wirklich sehr, sehr populär und sind teilweise ein oder zwei Tage nach Vorverkaufsbeginn schon ausverkauft. Okay, krass. Aber es gibt auch einige Veranstaltungen, die man komplett kostenlos besuchen kann. Also es gibt zum Beispiel auch Vorträge bei uns auf dem Festival, was sicherlich sehr spannend wird, ein Vortrag zum Manga übersetzen, an dem ich auch so gerne teilnehmen würde, wenn ich Zeit hätte. Es gibt einen sogenannten Career Talk, Japanologie und dann, also für alle, die sich fragen, was soll ich denn später mal machen, wenn ich Japanologie studiere? Und was ich auch sehr gerne besuchen würde von JNTO, das ist die japanische Fremdenverkehrszentrale. Die machen jedes Jahr einen Vortrag bei uns auf dem Festival, immer mit Reisetipps. Und dort gibt es einen Vortrag zum Thema Fahrradfahren und Wandern in Japan. Und das ist etwas, was ich jetzt auch schon länger Ja. geplant habe, mal eine ausgedehnte Fahrradtour in Japan. Und wir hatten ein Insta-Live neulich gemacht mit JNTO und da hat Angela, die dann den Vortrag hält, hat gesagt, dass sie wohl letztes Jahr fast gar nicht in ihren eigenen Vortrag reingekommen ist, weil die Leute Schlange standen und es dann so voll war. Also ja, das ist schon sehr, sehr populär. Und tatsächlich, also da muss ich vorwarnen, also die Vorträge an sich sind kostenlos. Es ist aber so, dass wir aus Brandschutzgründen nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reinlassen können. Und da mussten wir dann letztes Jahr tatsächlich irgendwann Aufnahmestopp machen, weil es zu voll wurde. Und es ist dann so, dass wir eine halbe Stunde vor den Vorträgen geben wir dann so kostenlose Tickets raus. Und also wenn man sicher gehen möchte, dass man auf jeden Fall einen Platz bekommt,
dann kann man sich da einfach ein kostenloses Ticket abholen und muss dann nicht eine Stunde vor dem Vortrag schon vor der Tür stehen, und sondern kann man sich dann stattdessen nochmal was zu essen oder zu trinken holen. Das ist definitiv gut zu wissen. So, kommen wir doch jetzt mal zum Träger, und zwar den Nippon Connection e.V. Es ist ja so, dass die Nippon Connection sich ja eigentlich über Spendengelder finanziert und ja vollständig ehrenamtlich organisiert wird. Wenn man sich daran beteiligen möchte, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, euch als Verein und damit logischerweise auch das Festival zu unterstützen? Also es ist tatsächlich so, dass wir fast komplett ehrenamtlich organisiert sind. Also es gibt so ein paar Stellen bei uns. Es gibt eine Vollzeitstelle und dann einige Honorarkräfte, die bei uns arbeiten. Aber wir sind jetzt tatsächlich kein großes Wirtschaftsunternehmen, das Profite erwirtschaften will und sich das Geld in die Tasche steckt, sondern tatsächlich sind wir ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir dürfen gar keinen Gewinn machen. Und das heißt also, alles, was wir einnehmen, stecken wir in die Finanzierung des Festivals. Und das Tolle bei uns ist, dass wirklich alle mitmachen können. Und also das merkt man auch so an unserem Team, das einfach sehr, sehr divers sind, sehr divers ist. Also es gibt welche, die haben gerade angefangen zu studieren, und andere, die schon seit Jahrzehnten im Berufsleben stecken und das einfach aus Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit machen. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Arbeitsbereiche. Und wenn man bei uns mitmachen möchte, dann muss man auch unterscheiden. Also es gibt einmal die Möglichkeit, wirklich das ganze Jahr im Organisationsteam mitzuarbeiten. Und da hat man zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man schon immer mal so ein bisschen ins Veranstaltungsmanagement eintauchen wollte, dass man dann auch selbst mal so eine Rahmenprogrammsveranstaltung organisiert. Oder man kann bei der Presse Arbeit mitwirken, Social Media zum Beispiel. Da können wir übrigens ganz kurz zum Presseteam, kann ich nur sagen, super nettes Team, solltet ihr auf jeden Fall reingehen, kann ich sehr empfehlen, super netter Kontakt. Das freut mich zu hören. Und wenn man aber sagt, man hat nicht das ganze Jahr über Zeit, dann kann man auch einfach beim Festival als Helfer mitarbeiten. Und zum Beispiel, mein erster Job beim Festival war, dass ich Kinoeingang Karten kontrolliert habe. Ja, das war das Erste. Also ich war Einlasshelfer bei meinem ersten Festival. Und was aber wirklich super ist für alle, die Japanisch lernen: wir suchen immer Gästebetreuer. Also du hast es ja schon erwähnt, dass wir einfach eine riesige Menge an Gästen jedes Jahr beim Festival haben. Und es gibt einige, also das ist auch dieses Jahr wieder so, die zum ersten Mal überhaupt im Ausland sind und dann natürlich so ein bisschen Probleme haben, sich zu orientieren, zum Beispiel dann vom Flughafen zum Hotel zu kommen oder vom Hotel zum Festival, und die auch ganz viele Fragen haben, allein wie man sich zum Beispiel eine Fahrkarte für die U-Bahn kauft. Und dafür sind unsere Gästebetreuer da, die also unseren Gästen dabei helfen, eine tolle Zeit auf dem Festival zu haben. Und ja, bei vielen Japanern ist es ja so, dass sie, wenn überhaupt, nur rudimentär Englisch können. Und das heißt, sie sind auf Leute mit Japanischkenntnissen angewiesen. Und das ist natürlich super, wenn man Japanisch üben will und dann auch noch mit sehr, sehr interessanten Filmemachern sprechen möchte, dann kann man bei uns auch als Gästebetreuer einsteigen. Also wenn das kein Grund ist, sich zu melden als Helfer, dann weiß ich auch nicht weiter. Also ich bin auch ganz neidisch, weil man so natürlich die Filmemacher auch nochmal so von einer ganz anderen privaten Seite kennenlernt. Also ich lerne natürlich schon viele Filmemacher kennen beim Festival, aber das ist dann, ich sag mal, eher so auf professioneller Ebene, weil wir dann eben das Gespräch zu den Filmen haben vor Publikum. Aber so unsere Gästebetreuer, die können dann auch zum Beispiel die Gäste einfach mal beim Sightseeing oder beim Einkaufen begleiten. Das hat was. Gut, damit, liebe Leute, sind wir dann durch für heute. Geht zur Nippon Connection. Wir können es nur empfehlen, auch wenn ich selber noch nicht da war. Aber wie gesagt, ich habe so viel über das Festival geschrieben. Ich kenne das mittlerweile in- und auswendig. Gott, ich muss auch endlich mal hin. Wir verlinken euch natürlich alles Wichtige wieder in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten, wie immer, wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Denkt dran, am Mittwoch kommt unser regulärer Podcast raus, der News-Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und ein schönes Festival wünsche ich dir. Und auch weiter natürlich viel Spaß bei der Organisation. Ja, und liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.